So, Freunde, neuer Tag. Neues Glück. Steht er jetzt gerade. Also erst stand sie 1-0. Also ich gegen das Rohr, weil ich habe das Rohr ja reingekriegt, hatte verloren. Und dann gestern Abend wurde es dann 1-1 für das Rohr. Denn ich brauche unbedingt noch ein paar 30-Grad-Bögen. Und da würde ich einfach mal sagen, die kaufen wir jetzt sofort. Genau, dann nehme ich euch mit. Ich muss eh noch ein paar mehr holen. Und ja, in diesem Sinne machen wir mal Attacke, ne? Auf Instagram bekomme ich immer wieder sehr viele Props für mein Kennzeichen. Auf YouTube habe ich das, glaube ich, aber noch nicht gezeigt. Möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das dumm ist, ein Kennzeichen zu zeigen öffentlich. Aber wollten wir damit tun, also von daher. Genau. Ich habe hier relativ viel Glück gehabt. Ich hoffe, man erkennt das auch. Soll natürlich Morris heißen durch die 5. Das soll ein S ersetzen. Und ja, da habe ich Glück gehabt. Auf meinem schönen Bus steht das Kennzeichen meinen Namen. Das war schon cool. Also wie gesagt, auf Instagram kriege ich immer regelmäßig oder auf TikTok-Videos immer wieder Props. Ich glaube, auf YouTube habe ich das noch gar nicht gezeigt gehabt. Ach ja, ich muss meinen Busschlüssel holen. Ja, wir müssen eh mal gucken wegen den Upload-Zeiten. Also an sich muss ich auf jeden Fall dran arbeiten. Aber ich kann auch nicht immer jeden Arbeitsschritt, wie gesagt, festhalten, weil wird ja dann irgendwie auch langweilig. Genau, aber ich möchte regelmäßiger, wie gesagt, auch gerne was veröffentlichen und euch immer up to date halten. So, genug geschnackt. Schmeißen wir mal den Hobel an. Und dann geht's los zum Fachhändler des Vertrauens. So, da sind wir wieder. Ich glaube, ich habe definitiv viel zu viel gekauft. Aber besser so, als wenn ich wieder da stehe und einfach nichts habe. So, hier haben wir hier wunderschöne 35 Grad Stücke. Die brauche ich auf jeden Fall. Wir werden das jetzt verarbeiten. Was auch ziemlich witzig ist vom Ding her. Ich habe einfach für das kurze Stück schon eine ganze Tube davon verballert. Man könnte ja vielleicht ein bisschen sparsamer damit umgehen, aber viel hilft viel. Ich freue mich, dass es soweit erledigt ist. So, jetzt muss ich erstmal wieder schauen, dass ich das hier ein bisschen wieder... Entschuldigung, dass ich das hier wieder so ein bisschen abkriege. Das 45 Grad Stück war nämlich definitiv zu viel. Alter, hält das gut. Aber ist gut, weil dann ist das dicht. Dicht ist auch gut. Ah, du hast verloren. So, und jetzt eigentlich, was haben wir hier? 40, das 35 Grad Stück. Habe ich hier gekauft, 67. Ach, das sieht super aus. 45, 45, 67. 45? 45? Ah, 35. So, vom Ding her muss das doch so eigentlich okay sein, oder nicht? Das ist mal wieder der gute Flutschi-Zeug, der Druck. Oh ja. So, schön. Rein damit! Ah. Brauche ich jetzt einen 45 Grad Stick? Nee, das wäre viel zu viel. Zumal ist auch 67. 45? 35 müsste das sein, ne? 45? Habe ich jetzt so ein Stück gekauft? Scheiße. Warum habe ich denn nur ein... Warum habe ich denn nur ein 30 Grad Stück gekauft? 45. Ich habe echt nur ein 45 Grad Stück... 30 Grad, wie auch immer, gekauft. Das ist... Kacke. Ich bin ein Held, ey. Ja, da kann ich so aufgucken, wie ich will. Das ist alles 45. Kacke, Alter. Ich dachte, das wäre... Nein! Ja, egal, das wird schon irgendwie. Muss ich ja nur zu helfen müssen irgendwie. Vielleicht mache ich das dann doch so. So. Und so. Da kommen wir jetzt wieder vom Winkel her ja, glaube ich, zu weit raus. Oder direkt so ein 67er Stück. Das könnte jetzt natürlich auch die Lösung sein. Wenn wir hier 45 so da dran hüppen, dann kann das sein. Ja, im nächsten Leben werde ich auf jeden Fall kein Gaswasser- bzw. Abwasser-Dingskirchengerät. Das machen wir. Denn ich habe hier neue Stück gekauft, extra auch zwei Stück. Das werden wir kürzen. Dann werden wir hier das Ding dran machen ungefähr und dann muss das passen. Das klingt nach einem Plan. Das ist gut. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ah, jetzt weiß ich, ob ich vergessen habe zu kaufen. Fleckscheiben. Das fällt mir ja gerade mal so ein. Schneide ich auf den Boden. So, nach dem Schneiden feilen wir das Ganze mal so ein bisschen hier an. Habe ich nur gehört von dem SHK, da habe ich selber noch nie gemacht. Weiß auch gar nicht, wie gut das funktioniert. Sieht aber geil aus. Kann doch nicht sein, dass das so lang dauert bei mir, Alter. Blöd ist natürlich auch, dass ich jetzt wirklich nur 31 Grad Stück gekauft habe, obwohl ich mir sicher war, dass ich zwei gekauft habe. Das würde die ganze Materie jetzt hier natürlich ein bisschen vereinfachen. So, jetzt hier nochmal ein 30 Grad Stück, da wäre perfekt. Ich weiß nicht, warum ich das vergessen habe. Hier 45 Grad ist too much. Oh, nee, warte mal. Doch, ist zu much. Da brauchst du weniger. Ich habe nochmal im Bulli nachgeguckt und ich habe es gefunden. Ich wusste doch, dass ich zwei gekauft habe. Ich wusste es einfach. Jetzt muss es aber auch passen. Ansonsten wäre jetzt natürlich blöd. So. Ja, Mann, das sieht echt gut aus. Das ist geil. Das ist gut.
hab so Glück, ehrlich. Ich hab mich schon wieder zum Fachhändler fahren sehen und ein 30-Grad-Stück kaufen sehen. Ehrlich, Glück gehabt. Du sagst hier schnibbeln. Das erfreut mich. Das hat funktioniert. Das ist toll. Wobei, ich glaube, wir können fast schon besser noch ein Müh abschneiden, sodass wir wirklich perfekt dann da hinkommen. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Zeige ich euch sofort. Und zwar hier ist unser 50er Abgang. Hier soll mal irgendwann ein Waschbecken entstehen. Ja, wir haben schon sehr viel Neigung nach da. Das heißt, wir können locker nochmal 10 cm, ich habe gerade gemessen, abschneiden von diesem HT-Rohr, sodass wir dann besser hier hinkommen in die Mitte, weil hier ist ja schon die Toilette. Es darf auch nicht zu eng werden, alles hier. Jawohl, der Plan ging auf. Ich habe das gekürzt, so jetzt sind wir hier perfekt in der Kerbe drin. Und es sieht so an sich erstmal grundsolide aus. Wie gesagt, das hier ist natürlich selbstverständlich kein Lehrvideo. Das ist natürlich kein Lehrvideo. Und über eure fachliche Meinung oder halt auch eben nicht, bin ich natürlich, oder würde ich mich sehr freuen. Packt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare. So, jetzt können wir hier schön bequem mit den kleinen Stücken arbeiten. Stelle ich mir irgendwie so vor, zack, ne, so ungefähr. Ja, das müsste funzen. Erstmal wieder, ne, probiere, geht über, studiere oder so ähnlich. Kann man jetzt mal angucken hier, wie das aussehen wird dann. Ich habe aber ja Gott sei Dank heute auch noch, weil ich ja gelernt habe, kleine 30 Grad Stücke geholt. So, hier könnte dann letztendlich noch ein 45 Grad Stück dran. So, mal gucken, was ich hier noch an meinen Resten, an meinen Knochen so habe. So, ungefähr. Genau. Und dann können wir hier verlängern. Ihr müsst also nicht vergessen, Freunde, hier kommt ja nochmal eine Wand hin, ne? Das ist jetzt nur so ein Zirkamaß, muss ich sowieso nochmal ran. Aber dann liegt das da schon mal ein bisschen für die Optik, würde ich sagen. Shit, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ist jetzt die Frage. Wobei, nee, ich glaube nicht. Ich kann so fortfahren. Das bereiten wir uns jetzt auch schon mal direkt wieder vor. Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt. Alleine filmen ist immer sehr, sehr schwierig. Darum entschuldige ich mich, irgendwie die ISO nicht passen sollte oder sonst irgendwas. So, das können wir direkt schon mal so hinlegen. Und dann können wir rein theoretisch hier für hinten, für die Dusche, direkt fortfahren mit dem langen. Messen dann dazwischen und können dann ganz gewohnt, ganz entspannt weitermachen. Ich glaube, ich nehme die ganze Zeit viel zu viel Gleitmittel. So, das war sehr entspannt. Das ist sehr, sehr entspannt und sehr angenehm. Ist geil. Vielleicht mache ich hier gleich noch ein 35 Grad Stück rein, damit wir besser da rankommen, weil wenn ich mir das hier so angucke, sind wir nicht geil in der Flucht. Dann müssen wir jetzt wieder schnibbeln. Ich hasse HT-Rohr schneiden, ehrlich. Aber da haben wir ja hier unsere 2 Meter Stücke. Ich denke mal nicht, dass ich euch das sagen muss, aber es ist natürlich immer wichtig, dass man sich das Maß hier anguckt und das Maß hier, denn es wird ja hier einmal reingesteckt und das hier übergestülpt. Aber ich denke mal eigentlich, das wissen ja wohl die meisten von euch und die, die es nicht wissen, denen konnte ich jetzt mal was erzählen. Das finde ich toll. Ach ja, und dann sieht das hier, guckt ihr, so, Badewanne, Hauptentwässerung, hier, hier, zum Händewaschen, Waschbecken, genau, Waschbecken hier, da, Toilette und hier geht's dann weiter zur Dusche. Es wird. So, ich hab fertig, das sieht gut aus. Hier, zack, zerrapp. Dann hier einmal, wie gesagt, hier Änderung vorbehalten. Kann sein, dass wir noch mal ein bisschen raus müssen damit. Hier genauso oder auch ein bisschen weiter rein. Das kommt jetzt drauf an, für welchen Wandaufbau ich mich entscheide, wie ich isoliere. Da muss ich noch mal alles durchgucken, durchrechnen. Auf jeden Fall nicht, dass ich nachher meinen Taupunkt genau hier habe. Das wollen wir natürlich nicht. Taupunkt heißt, irgendwo in irgendeinem Bereich fällt ein Aufbau meistens auf Null, vor allem im Winter. Und das gibt Schwitzwasser. Kalte Luft, warme Luft, nichts gut. Schwitzt Kondensat. Kacke, das müssen wir unbedingt noch ausrechnen oder ich. Und wie gesagt, ich muss mich mal entscheiden, für welchen Wandaufbau. Müssen wir mal schauen. Aber wichtig, das liegt schon mal. Ich kann jetzt bald fortfahren mit den Wasserleitungen. Die werde ich hier auch rumlegen, überall auf dem Boden. Hier kommt ja nochmal mit EPS eine Isolierung drauf. Und dann kann der Estrich rein. Wir sind gewappnet für die Zukunft. So, das war's auf jeden Fall an dieser Stelle, liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder am Start. Und ja, schreibt mal gerne eure Meinung, Anregung, Kritik oder vielleicht auch mal ein Lob in die Kommentare. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
every day.